Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, ich traue mich ja ab und zu nochmal in den Spiegel zu gucken, natürlich zur Beweisführung. Und weil ich auch die Hoffnung habe, wann die mal was merken. Aber der Auftrag ist offensichtlich, was haben wir denn da heute auf der Startseite? Trump kann auf einen Freispruch hoffen. Das ist ja schon mal gut. Interessant ist, seine Anwälte verdrehen bei ihrer Verteidigung die Wahrheit. Was denke ich mir dabei? Was ist die Wahrheit? Wenn die Wahrheit sein soll, was der Spiegel im Moment berichtet, dann ist es tatsächlich so, dass sie eine andere Sichtweise auf das, was wahr ist, darstellen. Ist das eine Verdrehung? Ich würde sagen, das ist der Auftrag eines Anwalts, wenn er arbeitet. Wenn man weiß, dass es keine Wahrheit gibt, sondern es gibt immer die jeweilige Wahrnehmung, dann weiß man auch, dass es klar ist, dass sie eine andere Sichtweise darstellen. Insofern ist es dann aus Spiegelsicht, wenn die Wahrheit nur das ist, was der Spiegel berichtet, natürlich eine Verdrehung der Wahrheit, weil eine andere Sichtweise dargestellt wird. Ich finde, man sollte hellhörig sein, wenn jemand sich rausnimmt, die Wahrheit zu kennen. Wir wissen, wie wir in den alternativen Medien die Berichte bekommen, nämlich jemand hat was herausgefunden oder dieses oder jenes, aber es wird, glaube ich, selten behauptet, ja, das, was ich hier sage, das ist die Wahrheit. Also mich mal ausgenommen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Amtsenthebungsverfahren kommt auf den Boden der Tatsachen zurück. Im Impeachment-Prozess vor dem US-Senat reagierte der demokratische Chefankläger fassungslos auf das Plädoyer der Trump-Anwälte. Diese beriefen sich sogar auf den Popstar Madonna. Ja, er reagierte fassungslos, also hat er die Fassung verloren. Oder? Was bedeutet fassungslos? Ich habe es mir nicht angeguckt, ich weiß nicht, was da los war. Aber ich würde mal sagen, der hat die Fassung verloren. Klingt jetzt nicht so professionell. Also, ne? Wir sind ja hier beim Spiegel, ne? Ein bisschen spiegeln, was da steht. Das ist nicht in Ordnung. Lassen Sie uns mit einem Punkt weitermachen, den Sie gerade über die Ankläger sagen, die, wie Sie sagen, Beweise zusammengeschustert haben. Und dieses Argument... Sie haben es nicht bestritten. Um Sie richtig zu verstehen, wovon Sie jetzt sprechen, ist ein Häkchen, das eine Bestätigung auf Twitter ist, das in diesem bestimmten Tweet nicht existiert hat. 2020, das eigentlich 2021 hätte heißen sollen. Naja, okay. Und die selektive Bearbeitung der Bänder, ist das, von dem Sie sagen, dass es die manipulierten Beweise sind? Nein, Moment. Ist das nicht genug für Sie? Ich bin kein Geschworener in diesem Prozess. Was ich versuche, ist für unsere Zuschauer klarzumachen, worauf sie sich beziehen. Denn nicht jeder hat den Prozess... Sie haben den Freispruch gewonnen. Sie haben den Freispruch für Ihren Mandanten gewonnen. Und wenn Sie weiter über das Thema sprechen möchten, können wir das tun. Aber für mich ist es, wenn ich eine Frage stelle, eine... Eine schräge Frage, die darauf abzielt zu sagen, dass es für Sie in Ordnung ist, zu betrügen. Das war Ihre Frage. Ist es nicht in Ordnung, für Sie ein bisschen zu betrügen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Sie sagten, um fair zu sein, es war nur eine Überprüfung auf Twitter. Das ist, was Sie gesagt haben. Man muss zu seinem Wort stehen. Das ist das Problem. Die Medien müssen anfangen, nach der Wahrheit zu leben und nicht versuchen, ein Narrativ zu schaffen. Michael van der Veen, danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Ich schätze das. Ja. Impeachment-Prozess. Trumps Anwalt will Wahlniederlage des Ex-Präsidenten nicht bestätigen. Eine einfache Frage, keine Antwort. Trumps Anwalt will nichts dazu sagen, ob sein Klient die Wahl verloren hat. Die Frage sei im Amtsenthebungsverfahren nicht relevant. Ja, kann man so sehen. Daneben Polizist Eugene Goodman bekommt Goldmedaille des Kongresses. Ja, genau wie bei der Reichstagsgeschichte, ne? Steht da ein Polizist vor, also scheinbar auch viel zu wenig, aber weil er das gemacht hat, kriegt er eine Medaille. Genau, Preise zeichnen aus, Preise verdecken auch gerne mal, was eigentlich so dahinter los war. Wer einen Preis hat, ist ein guter, Nobelpreis oder so, wissen wir. Sehr, sehr anerkannt, Komitee steckt dahinter, sucht Leute aus, vergibt Preise. Der Mann hat jetzt eine Medaille, ein Held. Weißes Haus suspendiert Vizesprecher. Der ehemalige US-Präsident Trump warf Journalisten vor, Feinde des Volkes zu sein. Unter Joe Biden sollte sich die Beziehung zur Presse beruhigen. Nun soll sein stellvertretender Pressesprecher eine Reporterin gedroht haben.
Was ist das, der Spiegel-Alibi-Beitrag für die umfassende Berichterstattung? Was haben wir noch? Eine Kanzlerin schult um. Angela Merkel findet im ZDF-Interview ihre Rolle nicht. Maske auf, Nazis raus. Eine neue Variante des Dresden-Gedenktags und die neue Sichtbarkeit des Privatlebens. Das ist die Lage am Samstagmorgen. Habe ich mir jetzt auch nicht angeguckt, aber Maske auf, Nazis raus. Finde ich ziemlich... Das ist ein passender Slogan. Was haben wir hier noch? Top bei Spiegel Plus. Die dritte Welle ist kaum noch zu stoppen. Mutanten stecken viele Kinder an. Hinter der Bezahlschranke kann man jetzt nicht nachprüfen, ob da irgendwas dran ist. Also ich hatte ein bisschen reingeguckt, da steht was von Israel und so. Die Mutanten, das ist die neue Gefahr. Das wird auch die Begründung sein, warum wir hier erstmal nicht mehr vernünftig einkaufen gehen können und warum die Wirtschaft runtergefahren wird und so weiter. Ganz interessante Geschichte, auch in Bezug auf die Reaktionen auf die Impfung. Was ist eine Impfreaktion? Was ist ein Mutant als Ursache für Zahlen? Die düstere Welt enthemmter Männer, Feindbild Frau. Okay, lassen wir mal so stehen. Corona-Pandemie in der Tschechischen Republik. Das Virus wird immer tödlicher. Okay, Gefahrenpotenzial wird aufgebaut. Nummer 1 und Nummer 3 bei Top, bei Spiegel Plus, vermitteln mir, dass es ganz, ganz gefährlich ist zu leben. Dann meistgelesene Artikel. Aerosolübertragung. In diesen Innenräumen ist das Infektionsrisiko am niedrigsten. Ne? Wir sehen hier einen Kasten und was haben wir da? Mutanten stecken Kinder an. Das Virus wird immer tödlicher. Das Infektionsrisiko. Was haben wir dann noch? Wir hätten ihm nicht folgen dürfen. Ex-Botschafterin Haley rechnet mit Trump ab. Aha. Wir haben schon zwei Themen. Trump ist scheiße und wir werden alle sterben, wenn wir nicht das tun, was gesagt wird. Oder vielleicht trotzdem. So, und dann noch Corona-News am 12. Februar. WHO prüft mögliche Corona-Fälle in Wuhan vor Dezember 2019. Naja, mal gucken, was dabei rauskommt. So, was haben wir noch? Alle Bundesländer bei Inzidenz unter 100, auch Thüringen. Und deswegen redet die Kanzlerin jetzt, glaube ich, von einem Inzidenzwert von 35, wo eigentlich jeder Virologe sagt, selbst 100 ist unwahrscheinlich im Winter. Sonst müsste man ja von den sogenannten Lockerungen sprechen, die unsere Grundrechte dann wieder geben. Ein Grundrecht hat man ja nicht. Ein Grundrecht wird von der Bundesregierung gewährt. Und jetzt zum Schutze natürlich, dann wird diese Gewährung mal nicht gewährleistet. Und damit die Gewährleistung auch immer schön sicher bleibt, das heißt, keine Rechte bedeutet totalen Schutz, gehen die Inzidenzwerte, also wird der Grenzwert runtergesetzt. Und nun haben wir aber schon Inzidenzwerte unter 100. Und deswegen muss dann der bisherige Grenzwert, der bei 100 und bei 50 gesetzt wird, dann mal auf 35 runtergesetzt werden, weil sonst kann man uns ja nicht schützen. So, dann Grenzkontrollen wegen Corona-Mutation. Ja, alles Schutzmaßnahmen, super. Die EU hat sich beschwert, aber Seehofer sagt, nö, klar, das ist ja gefährlich, ne? Muss man mal gucken. Und die britische Corona-Variante. Melbourne will dritte Welle mit neuem Lockdown verhindern. Jo, ist klar. So, was haben wir noch? Wenn manche Leute Impfreste bekommen und andere nicht, ne? Politiker und Beamte drängen sich vor, ja. Das sollen sie meinetwegen gerne machen. Ich finde trotzdem, dass man aufklären sollte, was das Risiko ist. Ich glaube, die würden sich nicht so vordrängeln, wenn sie da ein bisschen Blick drauf hätten. Dann Corona-Pandemie in der Tschechischen Republik. Das Virus wird immer tödlicher. Hatten wir oben schon. Aerosolübertragung hatten wir oben schon. Was haben wir noch? Shutdown-Ende führt nicht automatisch zu schneller wirtschaftlicher Erholung. Aha, das bedeutet, es ist sowieso alles am Ende. Hoffnung begraben und die neue Weltordnung wird platziert. Das heißt, wir brauchen ja dafür ein Szenario, in dem es den Leuten sehr schlecht geht, damit durch die Hilfe die Bundesregierung dann die Guten sind und das Grundeinkommen dann auch akzeptiert wird, weil die Lage halt einfach so dramatisch ist, dass jede Änderung hingenommen wird. Und dann noch den schönen Überblick über die Corona-Lage in Deutschland, ohne die Zahlen in Relation zu bringen. Und gucke ich jetzt überhaupt noch weiter? Ja, das war's, ne? Das waren jetzt so die ersten 2 Meter Spiegel Online. Es ist so krass. Es ist so ein Propagandablatt.
Naja, ich wollte das mal kurz zusammenfassen. Bis später. Weitermachen.